Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist gleich 23 Uhr und die Rangliste um 23:15 Uhr möchte ich mit euch gemeinsam spielen. 482,5 ist mein aktueller Schnitt. 22 gespielte Ranglisten. Ich hatte heute Abend Vereinsabend und erste Serie war ganz okay. Zweite Serie ärgere ich mich ein bisschen. Die letzten 16 Spiele nur ein Spiel gemacht und das habe ich auch noch verloren. Es war zwar das einzige verlorene, aber mit 10-0 und 8-1 ist man dann auch nicht so gut am Vereinsabend. Ja, auf jeden Fall freue ich mich gleich auf die 18er Rangliste und ich hoffe, ich kriege da ein paar mehr Spiele. Also bis gleich. So, da bin ich jetzt am Tisch. Wünsche ja auch noch gut Blatt. Ich bin Spieler 1. So, erstes Spiel, würde ich mal sagen, das ist Passe. nix. Eine Passe. 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 Eingepasst. Ja, vielleicht wäre es ein 0 geworden. Ich glaube aber eher nicht. Schon mal kein gutes Zeichen, dass das erste Spiel eingepasst wird. Mittelhand. Ja. Passe. Achtzehn. Ja. Oh, Passe. da bin ich jetzt überrascht, dass hier zwei Reizungen sind, wo ich drei Asse, eine Zehn habe. Herz. Er wird mit Zweien. Ah, okay. Ein Sechstrümpfer mit Zweien. So viel wissen wir schon mal. Na, mal gucken, ob er Kreuz hat. Wir wollen ja eigentlich nur erstmal rauskommen. Kreuz hat er einen mit. Dann spiele ich Karo Ass. Karo Ass sticht da. Aber jetzt wird der Pik Ass noch. Ja, genau. Da ging nichts. So, Vorhand. Den reizen wir bis Passe. Kreuz einfach. 18? Ja, passe. Kreuz liegt sogar noch drin. Ja, das ist eine solides Kreuzspiel natürlich. Kreuz. Gedrückt. Oh, das gefällt mir. Der Stich gefällt mir schon mal sehr gut. Ah, okay. Ah, vier Trümpfe gegen. Aber das ist auch nicht weiter dramatisch. 21, ja, es kommt Pik. 25, ja, dann eventuell noch der Überstich. Dann haben wir Rest. 35, 41. Wieder vier 18. volle, aber diesmal nur Passe, passe. zwei Asse, zwei Zehen. Kreuz. Kreuz, mal gucken. Jetzt kommt raus, wird wahrscheinlich abgeworfen. Okay. 15. Ja, er hat nur ein Karo gehabt. Das heißt, er wird jetzt nur noch Trumpf und Pik haben. Das ist schon mal klar. So, mein Partner hatte drei Trümpfe, ich zwei. Das heißt, es ist ein Sechstrümpfer. Ein Herz, drei Piken. So viel wissen wir schon mal. Ja. Der war leider nicht zu gewinnen. Oh, genau das, was im Skat lag, hat er auch wieder gedrückt. So, hier müssen wir 18? auf jeden Fall Ja. 0 heizen. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Passe. Ja, man könnte jetzt Passe. reingucken für Herz ohne Zweien, aber ich glaube, ich spiele mal 0 Hand. Null. Ich Hand. bin Pik frei. Ja, die größte Gefahr, würde ich sagen, ist Kreuz bei der Reizung. Aber da muss jetzt auch erstmal. Oh. Kommt erstmal der blanke Herz. Und jetzt Kreuz zurück.
Ah, der Kreuz war ja nicht blank. Doch, der war doch blank. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Na, wenn der nur zwei Karos hat. Ah ja, Karo 7 vielleicht im Skat. Ja, ach, derjenige, der Karo 7 hat, hat Karos abgeworfen. Oh, junge Ass im Skat, ja. Dann wäre mein Herz ohne Zweien, hätte ich dann krank spielen müssen. Passe. Warte mal. 20. Kreuz. Passe. Ich hätte ja Nulle Wehr gehabt. Mit Kreuz Bube im Skat hätte ich ja Nulle Wehr gehabt. Kreuz. Dann hätte ich die blanke Karo 8 drücken können. Null Augenstich. Kommt auch selten vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich. Er hat die 10 und geht nicht rauf mit der 10. Passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. Passe. Herz. Herz bei 23, der muss ohne 2 sein. 14. Passe. Tja, Kreuz 10 hätte 18, tatsächlich einen Stich passe. gemacht. Mein letzter Voller, wo ich weiß, er macht mindestens noch einen Trumpfstich. Schwierig. Ich glaube, gewonnen hätten wir nicht, weil ich tatsächlich gar keine Punkte mehr hatte. Wir kriegen Kreuz Dame mehr und seine höchste Karte kann da noch rein. Ich weiß gar nicht, ob er noch eine 10 hat, aber selbst das hätte nicht gereicht. 13 Augen mehr. Grand. Scheiße. Da ist 8 Augen verschenkt. Augen hätten tatsächlich auch nicht gereicht. Vorhand, Karo einfach. Karo ohne Vieren. Passe. Schwierig. 18, ja. 20, ja. Passe. Karo Bube war natürlich Gold wert. Karo. Ja, dass kein Kreuz Bube oder Pik Bube lag. Ohne Dreien. Und der sechste Trumpf, ganz wichtig. Jetzt macht nur noch der Pik-Bube einen Stich. Karo ohne
mit rein, Schneider. Passe, passe, passe. Kein Ass. Ja, gut. Der dritte Bube liegt drin, aber... 18, passe. Passe. Na, jetzt liegt ein Ass. Mann, das ist... Fällt mir gar nicht so gut hier. Kreuz. Vier Trümpfe gegen. Ja, Trumpf Ass ist immer noch da, ne? Trumpf Ass kriege ich jetzt. Ja. Passe, passe. Nee, das machen wir anders. Wir drücken 20 und spielen den Pik. Pik. Das scheint schon wieder vier Trümpfe gegen zu sein. Er legt schon wieder Trumpf Ass nicht. Mal gucken, ob ich das am Ende kriege. Hä? Was ist das denn? Verstehen tue ich das jetzt gar nicht. Trumpf Ass steht da, okay. 61, ich glaub's ja nicht. Boah. Passe. Passe. Karo. Passe. Passe. 18. Karo. Hey, da habe ich jetzt vier Augen verschenkt.
Passe. 18. Passe. Tja, die Spiele sind ziemlich durchwachsen. Mal gucken, ob bei dem Spiel was geht. 10. Siebenundzwanzig. Ich habe 5 Trümpfe, er hat nur 4 Trümpfe. Er hat so da einmal gestochen. Tja. Da war auf jeden Fall das Herzass an der falschen Stelle geladen. Passe. Karo 10 wäre da besser gewesen. Ach komm, ich sag 18. Ja, passe. Na gut, er weiß ja nicht, dass der Alleinspieler nur 4 Trümpfe hat und ich 5. Kreuz. Oh, wir sind raus, 32. Und eventuell gibt es noch einen Karo-Stich. Nee. Gibt's nicht mehr. Ein Pik-Stich noch. Kreuzjunge, Pik. König im Skat. Passe. 18. Pik. Sechs Trümpfe mit rein. Oh, wir hätten rauskommen können, ne? Wenn ich Kreuz 10 und Kreuz Ass rausnehme, ich habe Karo zu viert. Oh, das war's. Ach, schade. 18. Leider keine 20. 500 geschafft, 480. Das, ja, habe ich meinen Schnitt minimal verschlechtert. 482. Ist mein Schnitt. Außer das letzte Spiel wird noch umgebogen, wobei ich mir da nicht so große Chancen ausrechne. 18 gerät, 20 gepasst. Ja, kann ein Herz sein, kann ein Karo sein. 11. Gibt es noch einen Pikstich? Ja. Dann sind wir raus. 5 zu 0. Zwei umgebogene, wenig Spielpunkte wieder mal. Teuerstes Spiel, ein Karo ohne Dreien Schneider. Ach, das war das Spiel, wo ich den Karo-Jungen noch im Skat finde. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage tschüss, bis bald. Euer Quantus.